Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Johanna Engelke, Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und das hier ist mein Kanal zum Thema Stimme. Wie du siehst, bin ich hier an einem wunderschönen Ort und es gibt ganz schön viele Hintergrundgeräusche. Das Problem habe ich hier leider oft beim Aufnehmen und ich wollte dir deswegen mal sagen, wie ich das immer mache, dass obwohl diese Hintergrundgeräusche da sind, meine Stimme Klarheit und Präsenz bewahrt. Du merkst, du kannst mir trotzdem zugucken und trotzdem zuhören, obwohl hier ganz viele Hintergrundgeräusche sind. Da sind die Vögel, da sind die Autos, da sind die Menschen. Und ich konzentriere mich weiter darauf, dass man mich gut versteht und mache meine Stimme auf einer bestimmten Frequenz hörbar, sodass sie über den Autos, neben den Vögeln und neben den Menschengeräuschen noch zu hören ist. Und wie du das machen kannst, das erzähle ich dir in diesem Video. Also bleib dran! Die zwei nervigsten Orte, um ein Gespräch zu führen, sind für mich persönlich im lauten Club oder in einer lauten Bar und an einer Straßenkreuzung. Ständig kommen Autos oder es ist ganz laute Musik und du willst dich trotzdem behaupten, das heißt, du möchtest verstanden werden und am Ende des Abends soll deine Stimme nicht heiser sein. Ich kenne das Problem. Früher ist meine Stimme wirklich immer heiser gewesen und ich konnte am nächsten Tag manchmal nicht mehr so richtig gut arbeiten. Das war natürlich nicht so praktisch. Deswegen habe ich mir tatsächlich eine gute Sprechtechnik angewöhnt, mit der meine Stimme klar ist. Das heißt, mein Gegenüber versteht mich in dem Moment, wo ich mit ihm rede. Das ist ja sozusagen die Situation 1, die wir lösen wollen. Wir wollen verstanden werden trotz Lautstärke. Und am nächsten Tag bin ich nicht heiser. Also das heißt, ich habe meine Stimme nicht extrem überanstrengt. Worauf du natürlich trotzdem achten solltest, ist, dass wenn deine Stimme generell nicht so belastbar ist, dass du ihr nicht immer wieder zumutest, in sehr lauten Räumen sich durchzusetzen. Das heißt, sorge, wenn du ein wichtiges Gespräch hast, dafür, dass die Umgebungsbedingungen möglichst gut sind. Wenn es aber eben mal nicht geht, dann ist es wichtig, dass du besonders auf 3 Faktoren achtest. Die stelle ich dir jetzt vor. Und zwar ist für mich Nummer 1 wirklich wichtig, wie stehe ich denn jetzt? Du siehst jetzt hier, ich bin dir zugewandt. Ich stehe zum Beispiel nicht so und verdrehe meinen Hals. Ich stehe hier auch nicht nur auf einem Bein und verdrehe irgendwie meine Wirbelsäule. Nein, ich stehe auf 2 Füßen. Mein Körperschwerpunkt ist in der Mitte. Und dadurch habe ich schon mal eine richtig gute Aufrichtung und kann die Kraft für meine Stimme und vor allem auch für meine Atmung aus dem Boden nehmen. Das heißt, Nummer 1 ist die Körperhaltung. Die Körperhaltung ist entscheidend und tatsächlich ist das auch gerade in einer Bar sehr wichtig. Wenn man nämlich auf so einem Hocker sitzt, vielleicht kennst du das und die Person sitzt da, versuch dich wirklich so hinzudrehen, dass Kopf und Wirbelsäule immer noch in einer Linie zueinander sind und das nicht gegeneinander verdreht ist. Das empfehle ich dir als Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist die Atmung. Auch wenn es laut ist, kannst du dich noch auf deine Atmung konzentrieren. Du solltest immer, immer daran denken, dass du den dreiteiligen Atemrhythmus nicht außer Acht lässt. Auch wenn du jetzt zum Beispiel laut sprechen möchtest, solltest du dich beherrschen, nicht zu drücken. Also nimm diese Kraft aus dem Boden und sprich dann laut, weil du Kraft im Boden fühlst, also weil du Kraft im ganzen Körper spürst. Du atmest entspannt ein und dann atmest du entspannt auch wieder aus, ohne zu drücken. Und dadurch, dass du eben nicht drückst, wird deine Stimme laut, aber eben nicht zusätzlich belastet. Und Punkt Nummer 3 ist dann die Artikulation, mal wieder. Aber es ist einfach eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das so praktisch finde, dass alle Laute, die wir machen, die hier passieren, gar nichts mit der Stimme zu tun haben. Also alle und alle und das sind alles Laute, wo die Stimme überhaupt gar nicht mit beteiligt ist. Das heißt, wir können uns mit unserem Mund so viel abnehmen, was dann die Stimme nicht mehr leisten muss. Das heißt, arbeite unbedingt an einer guten Artikulation, um auch in lauten Räumen gut verstanden zu werden, ohne die Stimme zu belasten. Ich wiederhole nochmal alle 3 Punkte. Gute Körperhaltung, gerade Ausrichtung nach vorne. Der Hals sollte auf keinen Fall in eine Schieflage geraten. Dann die Atmung. Du solltest den dreiteiligen Atemrhythmus beachten und vor allem nicht drücken in der Ausatmung und so Lautstärke erzeugen.
Und Nummer 3 ist die Artikulation. Wir brauchen eine präzise und deutliche Artikulation, um auch in lauten Räumen mit vielen vielen Nebengeräuschen gut verstanden zu werden. Wenn du gerne mehr zu den Themen Atmung, Stimme und Artikulation erfahren möchtest, dann kannst du auch ein Stimmcoaching machen. Du kannst das zum Beispiel bei mir machen oder dich in deiner Nähe umschauen, ob du eine Atemsprech- und Stimmlehrerin findest. Du kannst auch mal auf meiner Internetseite schauen, da gibt es das Anima-Stimmtraining. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn du auch in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich über deine Kommentare. Wie ging es dir mit dem Thema Lautstärke und Stimme? Hast du noch Fragen dazu? Und welche Themen würden dich interessieren, zu denen ich in Zukunft Videos machen kann? Das war's für heute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsentiert von Anima Stimmtraining.